So, jetzt habe ich Thorsten Sterk hier sitzen von Mehr Demokratie. Thorsten, du hast dir das Programm wahrscheinlich auch mal durchgelesen und du hast ja wahrscheinlich auch mal die Programmpunkte zum Demokratieverständnis und zum Bürgerrechten in unserem Programm angeguckt. Denkst du, wir machen da was richtig? Also als Vertreter von Mehr Demokratie kann ich sagen, dass die Grünen im Moment alles richtig gemacht haben in dem Wahlprogramm. Es sind alle Programmpunkte drin, die wichtig sind. Reform des kommunalen Bürgerentscheids, Verbesserungen beim landesweiten Volksentscheid und Demokratisierung des Wahlrechts in Nordrhein-Westfalen. Was sind denn die Punkte, die deiner Meinung nach noch fehlen? Im Moment fehlt uns da nichts. Also es ist zum Beispiel schön, dass jetzt laut grünem Programm in Zukunft auch Bürgerbegehren möglich sein sollen zu Großprojekten, wenn es um die Ansiedlung von Supermärkten oder Gewerbegebieten geht. Ja. Dass es auf Landesebene praktikable Verfahren gibt, dass man frei Unterschriften sammeln kann für ein Volksbegehren und nicht mehr ins Rathaus gehen muss. Und dass man in Zukunft bei Wahlen eben gezielt Kandidatinnen und Kandidaten auswählen kann und nicht mehr nur die Liste ankreuzen und abnicken, wie das jetzt der Fall ist. Das Demokratieverständnis der schwarz-gelben Regierung sieht da ja ein bisschen anders aus. Was sind denn eure Hauptkritikpunkte an Rüttgers Stil in Sachen Demokratieverständnis? Ja, ich finde es schade, dass da Wahlversprechen eigentlich auch gebrochen wurden, weil CDU und FDP in Oppositionszeiten zusammen mit den Grünen damals die SPD zum Jagen getragen haben und sehr viel bewirkt haben bei der Verbesserung des Bürgerentscheids und zuvor auch schon bei der Einführung. Und es gab auch 2002 eine große Verfassungsreform für den landesweiten Volksentscheid. Es gab die Versprechung, weitere Verbesserungen vorzunehmen, das Wahlrecht hier zu demokratisieren. Da ist es leider nichts geworden. Ja, dann was ist deine Prognose für die Landtagswahl? Da kann man natürlich schlecht was prognostizieren. Die jetzigen Umfrageergebnisse deuten ja darauf hin, dass die Grünen stark werden. Und wir wünschen uns natürlich, dass jede Partei, die unsere Ziele unterstützt, das sind ja nicht nur die Grünen, aber die Grünen besonders stark in den Landtag einzieht, damit sich im Bereich der Demokratie in NRW etwas ändert. Ja, dann vielen Dank und eine gute Heimreise. Ich sehe, du bist dabei zu gehen. Genau, danke auch. Danke.